verbirgt, solche steckt, ist noch unklar. Vor seiner Gefangennahme konnte der Informant Brauer nicht aufdecken, was es war. Er hatte aber eine Spur. Ein Versorgungsdepot in Siva, das Wallen aufsuchte. Wir wissen nicht, ob er dort sein wird, aber dieser Mann liebt es, alles ganz präzise zu haben. Wallen wird jedes kleinste Detail geplant, disponiert und aufgeschrieben haben. Ich muss es nur finden. Brauer war sehr nützlich. Er hat mir die Standorte von Wallens Büro und die der deutschen Lagerhäuser genannt. In der Stadt gibt es außerdem ein paar gute Stellen für Heckenschützen und einen alten Schmugglerstieg. Am Boden wird es nicht leicht, aber irgendwo in dieser Stadt werde ich finden, was wir suchen. Und damit natürlich herzlich willkommen zurück. Wir sind in der nächsten Mission der Kampagne, und zwar Oase Siva. Ja, und ich würde sagen, das Video hatten wir schon gesehen, jetzt müssen wir uns eigentlich nur noch in die Mission reinstürzen. Los geht's. So, da sind wir auch schon. Mal wieder das Problem vom letzten Mal. Wo ist Ducken? Wo ist Hinstellen und so weiter? Aber das kriegen wir hin. Das hat ja beim letzten Mal auch ganz gut geklappt. So, wäre ich jetzt in Assassin's Creed, würde ich die Adlersicht erstmal anmachen. Velrod auswählen. Damit kommen wir, glaube ich, ganz gut hin. Oder vielleicht brauchen wir die nicht mal. Kommen wir da so hin? Ich glaube, der E war der Knopf. Oh, shit. Nein, alles gut, alles gut. Er hat uns zwar bemerkt, aber... ja, nicht ganz günstig, aber hat geklappt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Wo kam der denn jetzt genau her? Hat der sich etwa in dem Häuschen versteckt? So. Hat uns niemand gehört? Sehe ich das richtig? Bemerke ich das richtig? Glaube ich das richtig? Zack. Guck mal, den können wir uns auch noch schnappen. Oh. Ins Auge. Zielgenau. Entschuldigung. Es war nicht so ganz geplant. So, niemand in der Nähe. In irgendeiner Form. 8 Meter noch. So, da oben ist eine Flakbatterie und ein Eingang, wenn ich mich richtig erinnere. Denn leider ist es immer noch so, dass ich diese Mission alle schon mal gespielt habe. Es war am freien Wochenende dieses Spiels. Das war vor einer Weile. Da habe ich dann tatsächlich alle diese Missionen gespielt und dachte mir dann im Anschluss, Mensch, das wäre eigentlich was für ein Let's Play. So, da kommen sie jetzt und untersuchen die ganze Sache. Das ist ja nicht so günstig. Okay. Geräusch ist schon wieder weg. Das ist blöd. Hier im Busch sollte aber alles gut sein, oder? Er ist hier irgendwo. So, er geht wieder da in die Richtung. Und er hat sich festgebackt. Auch nicht schlecht. Da hinten wird die nächste Leiche entdeckt. Zack, gehen wir dahin bitte. Ich reagiere zu langsam auf die Flugzeuge. Oh. Aber der rennt auch immer hinter irgendwas. Her, was soll denn der Scheiß? Wachsam bleiben.
Okay. Mann am Boden! So, das war's dann. Meldung unnötig. Da hinten ist immer noch einer in Alarmbereitschaft. Den ich so nicht sehe. Und so auch nicht. Alles klar. Jetzt müssen wir nur die Augen offen halten, dass nicht wieder irgendjemand entdeckt, wie wir gerade plündern. Ach Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Halt einfach den Mund. Ja, okay. Ich lasse den Worten auch Taten folgen. Mich sollte man eigentlich wählen als Politiker. So, ich glaube, hier unten sind wir jetzt soweit durch, ne? Hier ist niemand mehr. Das waren die beiden, die da so misstrauisch umhergerannt sind. Wenn ich abwarte, kann ich meine Schüsse maskieren. So, wir haben zwei Sachen zu maskieren jetzt. Einmal den Motor, den wir hier sabotieren können, und die Flugzeuge. Zack. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das brauchen, beziehungsweise ob uns das hilft. So, in jedem Fall, zack, mal schön draufgetreten. Hallo? Schleichst du gefälligst? So, hier haben wir nochmal Muni. So, das ist Flugzeug. Oh ja, der Motor wirkt bis hier. Ich hoffe, das war jetzt gut genug getimed. Jawohl. Das war getimed, war auf jeden Fall übertönt. Die Frage ist jetzt, ob da noch einer ist. Da ist auf jeden Fall noch einer, aber ob wir den finden. Ob wir den finden. Ob wir den erwischen von hier ist die Frage. So, jetzt ist alles wieder gut. Am liebsten wäre es mir, wenn wir die Herrschaften am Tor auch noch erledigen könnten, bevor wir weiter marschieren. Zack, diesen dort. Einfach, weil wir ihn sehen. So, das tut mir jetzt furchtbar leid. Andererseits hat er so gar nicht damit rechnen können und musste dementsprechend nicht wirklich leiden oder so. So, das müsste auch übertönt sein. Peng. So, jetzt müssen wir nur noch da hoch irgendwie. Da so. Ach, sehr schön. Da hat sich noch einer hingestellt. So. Das wäre natürlich jetzt genial, wenn wir in der einen Übertönungsphase auf den nächsten noch erwischen, der daneben steht. Nein. Es hat aufgehört, Lärm zu machen. Na, da müssen wir Geduld haben. Flugzeug ist auch okay. Und das war nicht übertönt. Ich glaube, das ist gerade weg gewesen. Und tschüss, Herr Offizier. Durch beide Augen diesmal. So, nicht übertönt. Das heißt, wir müssen uns bewegen. Oh, oh, oh. Habe ich da in den Augenwinkeln jemanden gesehen? Erstmal nachladen. Ich möchte irgendwie nicht an diesem roten Fass stehen. Da ist er. So. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern dann noch geht.